es ist ja wieder Fastenzeit. Das heißt, es gibt zumindest trockenes Brot. Es gibt keinen Käse, es gibt keine Wurst. Aber wir werden Käseschaum und Wurstschaum, also Luft, essen. Also Käse und Wurst in Luftform. Dazu benötigen wir lediglich Emulgatoren. Ich habe hier zwei mitgebracht. Einmal Lecithin und ich kann natürlich hier auch das Ganze mit einem nicht natürlichen Emulgator machen, zum Beispiel mit einem Zuckerester. Für die Schäume muss ich diese Zutaten in kleine Würfel schneiden. Das ist eigentlich keine Arbeit. Und ich möchte ja nur die Aromen haben. Das heißt, ich beginne die eigentlich jetzt zu würfeln. Und dann gebe ich die einfach hier in heißes Wasser. Und auch von der Wurst ein Stück. Diese Präparation lässt man jetzt so ungefähr eine Stunde ziehen. Also nicht richtig kochen, sondern nur bei verhaltener Temperatur die Aromen sozusagen extrahieren. Und dann wird das abgeseiht und kaltgestellt. Den Käse und die Wurst, die übrig bleibt, die schmeiße ich natürlich nicht weg, sondern die trockne ich zum Beispiel oder gebe sie nochmal in die Pfanne, röste sie kurz an oder gebe sie auch einfach auf Brot zum Aperitif. Es gibt vielfältige Methoden, um das hier weiter zu verwenden. So, hier sind die beiden Suds, Chorizo, Roquefort. Und jetzt ist so, ich brauche diese Emulgatoren. Das heißt also, das ist das Lecithin, das gibt es also normalerweise im Onlinehandel. Hier für diese Menge, das sind ungefähr so 150 bis 200 Milliliter, zwei von diesen kleinen Löffelchen oder ein Teelöffel. So, das ist das eine. Und gebe hier auch praktisch einmal etwas von diesem Zuckerester dazu. Der Zuckerester ist ein bisschen ungewohnt. Aber auch da, den findet man im Netz, im Onlinehandel, bei Gourmet-Fachhändlern, die eben solche Zutaten versenden. So, jetzt ist das da drin. Das löst sich natürlich jetzt nicht so einfach. Und da helfen wir einfach nach mit einem Stabmixer. Und damit das richtig zackig geht. So. Ja, ist doch gut. Wir schlagen also Luft ein und die Flüssigkeit schäumt auf und bildet also Luftblasen, die ich mal hier einfach so ganz symbolisch anmale. Das heißt, es ist hier Luft, hier ist Luft und hier ist Wasser. Und hier befinden sich die Emulgatoren. Diese Emulgatoren, die bestehen ja aus einem hydrophilen Teil, mal den hier nochmal groß hin, und einem hydrophoben Teil. Und meistens, in allen Fällen, sind das eigentlich Fettsäuren bei den Emulgatoren, die wir im Lebensmittelbereich verwenden. Das können also eine Fettsäure sein, aber zum Beispiel auch zwei. Und die kann auch zum Beispiel ungesättigt sein. Das heißt, dann hat sie hier nochmal so einen Knick. Und jetzt, was passiert hier? Also wir haben hier zum Beispiel hier diese Lecithin-Schäume gehabt. Dann sind das zwei Fettsäuren. Und dann ist natürlich klar, dass dieser hydrophobe Kopf ins Wasser geht. Das ist ja hier diese Wasserwand. Und diese hydrophilen Fettsäuren in die Luft, weil die hassen natürlich das Wasser wie die Pest und strecken sich dann lieber in die Luft als ins Wasser, weil Luft ist ein bisschen hydrophob. Und dann sieht man schon, was dort passiert. Es bildet sich hier, diese Oberfläche wird hier mit so einer Schicht belegt, mit so einer Monolage aus diesen Emulgatoren und das hält den Schaum stabil, weil natürlich die Grenzflächenspannung zwischen Luft und zwischen Wasser extrem gesenkt wird und deswegen bleibt der Schaum extrem stabil. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, was haben wir für Emulgatoren. Denn diese Emulgatoren bestimmen natürlich hier über die Länge der Fettsäure und über die Hydrophilität dieser Köpfe den Abstand und diesen Abstand, wie weit die hier in die Luft tragen. Das heißt, die Krümmung der Schaumbläschen wird bestimmt, was für Emulgatoren wir haben. Und das ist eben ganz anders, wenn wir hier nur ein Fettsäureschwänzchen haben. Das heißt, wir haben eine ganz andere Belegung und auch eine ganz andere Schaumcharakteristik. So ist es natürlich wesentlich besser, diese breiten Töpfe zu nehmen, um einfach die Schaumbildung besser zu kontrollieren. Da hat man mehr Fläche und dann kann man den Schaum auch besser abschöpfen. Ich nehme also hier zwei dieser Knäckebrote zunächst mal und dann gebe ich hier diesen Chorizo-Schaum drauf. Und dann mit der anderen Seite eben diesen großporigen Schaum. So, ich probiere das einfach mal.
ist tatsächlich Roquefort. Man hat aber nichts im Mund. Aber das Aroma ist genial. Und ich probiere auch den Schoßeschaum. Auch das. Chose pur. Aber mehr Fasten geht eigentlich nicht. Der liebe Gott ist bestimmt nicht böse.